Heute haben wir 5 Tipps für den Studienanfang. Erstens, keine Angst. Also erstmal hab keine Angst vor dem Studium oder vor dem Alleinesein. Die meisten von deinen Mitstudierenden und Kommilitonen sind in der gleichen Situation und kennen niemanden. Es ist einfach eine neue Lebensphase, in die du hineinkommst. Da es allen so geht, musst du keine Angst haben. Zweitens, Einführungswoche. Am Anfang steht die Einführungswoche. Sie ist deshalb wichtig, weil einfach der ganze Studienablauf und die weiteren Semester erklärt werden. Aber zum Beispiel auch, wie du dich für Kurse anmeldest oder deinen Stundenplan zusammenstellst. In dieser Woche gibt es dann auch einen Rundgang über den Campus und abends dann eine Kneipentour. Außerdem kannst du bereits in der Einführungswoche Kontakte zu anderen Studenten knüpfen. Unser dritter Tipp lautet, in der Vorlesung aufpassen. Die Vorlesungen sind zugegeben ungefähr das langweiligste am ganzen Studium, aber es ist wichtig, dass du, wenn du da bist, auch aufpasst. Andernfalls verlierst du 2 bis 3 Stunden deiner Zeit und nimmst rein gar nichts mit. Wenn zu deinen Vorlesungen Übungen angeboten werden, geh auf jeden Fall hin. Diese Übungen vermitteln praktisch, was du am Ende für die Klausuren können musst. Viertens, Selbstorganisation. Es ist nicht mehr wie in der Schule, dass die Eltern und Lehrer dir sagen, dass du hingehen musst. An der Uni ist das eben jedem selbst überlassen. Auch die Art des Lernens ist neu, denn im Gegensatz zur Schule sagt dir keiner mehr haargenau, was du zu lernen hast. Das musst du schon selbst rausfinden und dann den Lernstoff auch selbst einteilen. Du siehst, Selbstorganisation ist dabei bereits die halbe Miete. Unser letzter Tipp lautet einfach, aber wahr, Kopf hoch. Wenn du mal durch eine Klausur durchfällst, weil es nicht so geklappt hat, wie du es dir im ersten Semester vorgestellt hast, dann ist das nicht schlimm und auch kein Weltuntergang. Das kann jedem passieren. Nimm die zweite Chance wahr und steck nicht sofort den Kopf in den Sand. Nicht den Spaß verlieren. Nicht den Spaß an der ganzen Sache verlieren. Wenn du keinen Spaß am Studium hast, dann weißt du, dass es nicht das Richtige für dich ist. Und wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat und fragt, lass uns etwas trinken gehen, dann sei nicht so verbissen und genieß einfach dein Studentenleben.